Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, warte mal. Biertasting, wie soll es eigentlich? So, was habe ich denn? So wenig Licht an. Wie viel Licht? Wir haben doch hier Licht. Guck, da ist Licht und noch mehr Licht. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich befinde mich hier am Flughafen. Guck, da sind die Privatjets. Yo, was geht ab? Der Fahrer ist immer noch da, denn wir haben China Beers getestet. Wir haben schon angekündigt beim China Beers Test Video, dass das der Fahrer ist. Und der Fahrer hat auch gesagt, wir können ja nach den... Macht schon wieder wilde Experimente. Wir können nach den China-Biers, die ihr hier hinten seht, mal die Flasche Jakobus testen. Jakobus. Die ist vom Kevin. Ich dachte, die ist von der Familie Ritter. Nee, die ist vom Kevin. Aus Köthen. Kevin Köthen. Von Familie Kevin, genau. Wo komme ich denn jetzt hier durch? Weiß ich doch nicht. Da komme ich jetzt. Rausgekommen. Guckt euch das mal an. Das ist eine ganz große Flasche. Jakob. Ich leuchte mal von hinten rein. Jakob Bus. Und ihr seht, es ist auf jeden Fall sehr trüb. Da schwimmt die Chemie drin rum. Ich habe das Gefühl, dass die undicht ist, die Flasche. Der Fahrer macht sich schon Sorgen, weil hier oben tröpfelt alles raus und keiner weiß wieso. Jetzt laufen wir mal hier hinten rum. Durchs Porno-Studio. Ich hab schon Angst, dass ihr eine Windel braucht. Und. Offiziell geht es jetzt darum, dieses Bier zu testen. Inoffiziell habe ich einfach gesagt, wir müssen jetzt gucken, dass wir so schnell wie möglich die Flasche leer trinken, damit das Video nicht so lange geht. Ne? Das kann man ja mal machen. Da kann man jetzt diese Biers ja mal zur Seite stellen. Das braucht man auch nicht, das Glas kommt gleich erst. Das ist also die Flasche fürs Thumbnail. Die Flasche Jakobus, genau, vom Kevin. Ich hatte die nämlich eben irgendwie mal so rumgedreht und gesehen, dass da drin alles rumgeistert und komisch aussieht. Es ist nur bis hierhin gefüllt, aber wir wollen die jetzt mal aufploppen. Das ploppt nicht. Gucken, wie es, warum denn nicht, weil kein Druck mehr drauf ist. Das zischt ja raus. Ist keine Kohlensäure mehr drauf. Der Gummi ist kaputt. Der ist undicht, ist schlecht, ist verschimmelt. Drück drauf jetzt. Ich drücke jetzt drauf und guck, was passiert. Wir gucken uns das mal an. Wir haben ja zum Glück durch die Gläser. Augen zu, Brille auf und... Ach, du Scheiße. Mach's den Deckel da drauf. Es läuft über das süße Brei. Und alles auf dem Tisch, auf dem Boden. Haut den Teppich raus. So, das ist der Jakobus. Das ist der Jakob-Fall. Guckt euch das an. Wie die Brühe hier runterläuft. Der süße Brei. Du Scheiße. Man könnte jetzt, eigentlich kannst du doch, tu doch mal ein Glas drunter. Ja, stimmt. Kannst du schon das Jakobus aufsammeln, wie es hier runterläuft. Das ist hier. Das ist original Braukunst, so sieht das aus. Wie bei Dinner von One Cop, würde ich mir gerade. Das ist gerade die unendliche Geschichte. Hier läuft der ganze Jakobus-Fluss einfach aus dem Boden. Ja, ich hab's einfach runtergestellt. Das ist tatsächlich einfach mit zwei Fäden, die da runterziehen. Einmal links, einmal rechts. Hörst du mal an, es hört gar nicht mehr auf. Einfach von vorne. Das ist Bier. Es läuft, läuft und läuft und läuft. Die ganze Flasche entlang. Den ganzen Boden entlang. Jakobus! Das wird morgen so stinken hier, oder die ganze Abend. Bestes Bier, gönnt euch mehr Jakobus. Ne? Das sieht. Andere kaufen sich sowas, wie eine Lava-Lampe. Ich probier das jetzt mal. So. Vom Tisch. Schmeckt irgendwie wie Pisse. Pisse? Hast du auch von meiner Seite zu tun? Das ist meine Pisse, die da läuft. Also die Farbe sieht ja auch sehr pissig aus, muss ich sagen. Ja, so dünn wie das ist, ist so gelb trotzdem noch. Also irgendwie... Weil hier unten wird das Jakobus also abgefüllt. Das ist ein Landbier oder so. Das hatten wir das letzte Mal schon, dass das wie Pisse schmeckt. Das ist die Jakobus-Brauerei. Da kann man jetzt so hin und... Das ist dämlich. Das schmeckt wie Landbier. Das ist einfach Landbier. Ich finde schon, dass es irgendwie so säuerlich auch total ist im Abgang. Die Ecke. Ach du Scheiße.
Bumslappen hinlegen oder irgendwie. Oder noch ein drittes Glas. Läuft das hier rüber? Wir müssen ja nur alles, was da oben rauskommt, jetzt einfach abtrinken und dann ist gut. Der Jagobus, ne? Der Jagobus-Fluss. Ich habe keine Ahnung, wie man das, stellt man das jetzt irgendwo hin? Keine Ahnung, es sieht auf jeden Fall so aus. So sieht's aus. Also man kann nicht durchkochen. Sieht aus wie eine schön frisch gepresste Zitronenlimonade. Und schmeckt's? Ich habe noch gar nicht getrunken. Doch, jetzt gerade. Es schmeckt einfach nicht. Es schmeckt einfach... Ja, du sagst ja immer, es schmeckt nach Landbier. Es schmeckt einfach wie Landbier. Jetzt läuft's hier runter und hier runter. Jetzt bilden sich hier drei Flecken. Das kann doch nicht sein. Ich hoffe, dass du dann diesmal... Also ich hoffe für deine Freundin, dass du diesmal den Tisch abwischst. Ja, was macht man denn jetzt damit? Ich weiß nicht, ich würde erstmal den Tisch abwischen kurz und dann einschenken. Einschenken? Und einen Kurzeimer oder so bereitstellen, weil das wird auf jeden Fall noch passieren. Also die Flasche kriegen wir nicht mehr leer, weil dafür schmeckt das Zeug einfach noch zu eklig. Und es läuft halt einfach nach der... Die Flasche macht sich... Wie lange läuft jetzt die Aufnahme schon? 6 Minuten immer noch läuft. Die Flasche macht sich ja von alleine leer, das ist es ja... Die stand nicht in der Sonne. Die war einfach so, das ist wie eine Dose Soßströming, die du gerade öffnest und alle. Das war gut gelagert eigentlich. Ja. Guck dir das an. Das ist der Fahrer. Das ist einfach nur eklig. Ja, wir wischen mal kurz auf und schenken mal was ein oder so. Dann Jagobus Tasting. So. Das ist eine Jagobus Production und guckt mal, wenn man den Schaum hier oben einfach wegmacht. Nicht besser. Dann bildet sich der Schaum neu und kommt wieder raus. Das ist kein gutes Zeichen und deswegen schenkt der Fahrer jetzt erstmal ein. Der Mist steht, glaube ich, schon hier, oder? Kann das sein? So viel haben wir schon getrunken, von hier oben bis hier unten. So viel, also ey. Der Teppich hat mitgetrunken. Du cheatest doch, ja? Von wegen, wir trinken jetzt die Flasche leer. Die Flasche trinkt sich selber leer. So, aber der Fahrer denkt sich, das kann man nicht trinken. Er muss gleich eine Windel anziehen. Ich gleich auch. Dann denk halt, es ist Surströming. Schenk dir mal ein Glas voll für dich. Schenk dir mal ein Glas voll für mich. Mal sehen, was rauskommt hier. Das ist ja schon. Huch. Ah, oh, nee. Jetzt geht das schon wieder los. Nee, doch nicht. Gut. Eiscreme Milchshake. Soll ich dir helfen und es ein bisschen schräg halten? Ich dachte ja? Schon, das schäumt schon wieder. Siehste. Braucht nur Zeit und Geduld. So entsteht ein naturtrübes Seitenbacher Radler. Guck dir das an. Das super Seitenbacher Radler. Ach, die Hose, die tue ich einfach da an die Waschmaschine. Ich komme gleich zu dir, das sag ich dir. Zum Glück habe ich noch eine Waschmaschine. Ist noch nicht verkauft. Nee. Aber die neue Nachmieterin mit den Sommersprossen und den roten Haaren, die hat gesagt, die würde ich nehmen. Jetzt stelle ich die Kamera in das komische Bierplörre Rest. Alles ja, die Füße so sind nass. Glück, kann ich sich selber stabilisieren und macht nicht die Grätsche, wie ich es ein Mensch machen würde. So. Dann ich weiß nicht, da ist Ausschuss gemacht worden. Dann probieren Sie mal, der Herr, das gute Jakobus Landbier. Landbier ist das, glaube ich, oder? Es steht ja nicht drauf, was es kommt aus Köthen. Von Familie Ritter, wahrscheinlich. Ah, Hilfe. Und weißt du was? Jasmin war auch dabei. Wie hast du das geschafft? Der hat das ganze Glas leer getrunken jetzt gerade. Das ist ja. Ja, das Video darf auch nicht so lange gehen, deswegen müssen wir jetzt nämlich uns ranhalten, wenn du möchtest. Ich dachte, wir brechen das einfach ab, wenn wir es nicht mehr schaffen. Aber wenn du möchtest, kannst du gerne mithelfen, das Jakobus Bier zu trinken. Aber hast du jetzt Jasmin gesehen? Jasmin Ritter? Boah, Spritter. Ich bin morgen krank. Schon wieder. Sag mal, musst mal zum Arzt, so oft wie du krank bist. Das weiß ich. Ich habe aber ich muss Mittag auf die Arbeit fahren. Da gibt's Bratwurst. 3 Stück bestellt und bezahlt schon. Denk an die Bratwurst, dann kannst du das jetzt trinken. So. Prost auf die Jasmin. Dazu gibt's Bier. Also, du
kannst dir recht ruhig noch, also kannst ruhig mehr davon trinken. Ich kann tatsächlich. Nachher kommt wieder irgendwie Grüßen-Nachricht. Die Tür war auf, es ist so kalt. Da dachte ich mir so, was ist denn jetzt los? Die Tür war auf. Ich habe dich erst nicht verstanden. Ja, irgendwie, meine Tür, welche Tür überhaupt? Und die Heizung war aus, keine Ahnung. Wahrscheinlich hast du alle Fenster aufgemacht, als du gegangen bist. Ja, gar nicht. Komm, ich schenke dir noch mal ein, mein Freund. Glück. Und da hat er noch Eis gegessen. Ich habe einfach nur... Ich habe einfach nur beim Einbäcker-Testing gegöckt und dann habe ich mich hingelegt und dann bin ich irgendwann am Frühstück aufgestanden. Ich habe die ganze Packung von dem Habanero-Popcorn gegessen und dann warst du weg und dann habe ich die Tür wieder zugemacht, bin ins Bad und... Es hat so gebrannt, ich habe gedacht, ich sterbe. Weil es so gebrannt hat, habe ich dann ein Eis gegessen und dann bin ich eingeschlafen. Habanero ist vom Geschmack her das geilste Chili. Das mag ich auch, aber ich kriege ja mal einen Hixer. Und ich dachte mir so, wenn ich jetzt noch mehr davon esse, nach dem ganzen Bier muss ich gürken. Also hat eh geklappt, also die ganze, die schöne Pizza, das Bier, ja, eben, alles. Nach dem alles ganzen Bier, das war ja das. Man muss sich immer entscheiden, entweder man trinkt oder man isst scharf. Man isst aber beides gleichzeitig ist halt dann immer so... Diese Hot Chips, du hast mir die Hot Chips Challenge gezeigt. Adlasson hat gemeint, wenn man das machen möchte, nichts vornehmen erstmal an dem Abend. Man kriegt Wandstrammeln oder so. Da gibt es ja noch diese Friesen, die immer rumschreien, oder der Ende da zumindest. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die ich meine. Weißt, wen ich meine? Und der hat davon auch nicht so viel gegessen. Da kriegst du einen Handschuh, das ist ja alles auch nur Habanero, glaube ich. Für diesen Hot-Chips. Hast du das schon mal gemacht? Ja. Ich habe nämlich irgendwie, weißt du, dass du irgendwie gesehen hast, also ich habe gesehen, dass du das irgendwie gekauft hast, aber. Ich habe das schon mal gemacht. Das Video habe ich nicht gesehen oder noch nicht. Das hat auch der Mann Saulwurf mitgemacht und der Wusa und. Und die sind alle gestorben. Gefühlt ja. Aber das ist das wirklich bitter, klar. Also, sag mal, alle Videos, wie ich jetzt gesehen habe, ist bitter. Von denen. Ja, aber man ist ja jetzt schon einiges gewohnt. Hallo, ich habe auch die getrockneten Carolina Reapers gegessen, bin gestorben. Ja, ich habe auch schon. Und dann habe ich letztens Habaneros und Carolina Reapers und Stendaler Tod und bin gestorben. Also, ich muss aber ist das ja jetzt nur eins von vielen Übeln. In Zellamil ist das einzige Inder, wo du indisch scharf bestellen kannst, so dass es wirklich scharf ist, dass man es nicht essen kann. Ansonsten, wenn du zu Inder gehst, sagst du indisch scharf. Danke, Kevin, für dieses gute... Wann hast du das bekommen? Wie lange steht denn das schon da? Das gab es an Weihnachten. Ich habe ganz viele Weihnachtspakete bekommen zu Weihnachten und da war auch eine Flasche Jakobus dabei. Wie lange es bei ihm stand, auf der Terrasse im Sommer, weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Ja, da fehlt doch was, da muss ich erst mal was einschenken, gib mal her. Mach. Also der Fahrer, der ist... das. Ihr müsst das nachvollziehen, der muss ja noch fahren und deswegen kann der nicht so viel trinken jetzt hier. So. Da passt doch noch was rein in das Glas. Jetzt komme ich mir vor wie Nico Caro Avocado. Kennst du den? Ja. Der immer so exzessiv frisst und einfach nur für Klicks und alles. Exzessiv frisst. Den auch mal gezeigt? Ist es der immer so McDonalds-Scheiß frisst? Nee. Da könnte ich ja jeden zeigen. Jeder frisst McDonalds-Scheiß, oder? Du hast irgendeinen Kanal letztes Mal irgendwie gehabt. Das war aber wahrscheinlich so. Ach, der Megascott. Grüße gehen. Vergessen? Fand ich aber ähnlich so. Die Videos finde ich eigentlich ganz angenehm. Außer das hat McDonalds. Ne? Mein Gott, der fährt ja mal rum und frisst irgendwie im Ausland auch McDonalds und sagt, das schmeckt genauso wie da. Frankreich, Belgien. Und dann hat er immer bunte Fingernägel. Yo. Und ja, dann die Leute in meinen Kommentaren: Wieso hast du bunte Fingernägel? Oh. Das ist die falsche Frage. Warum gehst du in Belgien zu McDonald's? Weißt du, in Belgien, ich war ja 2019, gibt es eine Urbex-Tour, wenn man Hashtag Urbex, also X wie Eier, X, so geschrieben, Tour eingibt, kommt dann unsere Tour. Da gab es von jeden Tag ein Video von Thomas und noch drei Videos von mir. Und ja, du, die Esskultur ist in Belgien anders. Erstmal gehst in den Supermarkt, Essen kaufen, alles teuer.
außer Obst und Gemüse. Ich habe da irgendwie nur Bananen und hier Paprika und Gurken und so Zeug haben wir immer unterwegs mitgenommen. Vorteil von so Gemüse ist, es schmilzt nicht bei Hitze. Dann hier essen kannst du nur hier Burger Pommes. Und dann war noch schlimmer ist, war in den fladischen Teil. Also fladisch heißt es, glaube ich, irgendwie, also hier im holländischen Teil. Also Belgien ist ja aufgeteilt, hier Deutsch. Da war ich aber nicht, keine Ahnung, wo Belgien Deutsch ist. Die haben entweder Französisch gesprochen, aber nur das dann. Oder halt, wolltest du jetzt schiffen gehen? Ich mache einen Monolog. Erzähl du weiter, ich gehe mal kurz. Ich erzähle ein bisschen was von Belgien, was ich da erlebt habe. Dann waren wir in einem fladischen Teil, da waren wir in so einem Dönerladen. Und es hat erstmal gedauert, bis wir ausgefunden haben, was das für Fleisch ist. Bis dann wir übersetzen konnten, dass es Lamm ist. Also hier, was eigentlich Original-Dönerfleisch ist. Je nachdem. Und das war auch schon. Und da habe ich irgendwie Kapsalon. Da habe ich auch hier Google-Übersetzer hier. Da heißt Kapsalon irgendwie auf Niederländisch, habe ich dann eingegeben. Heißt irgendwie Friseurladen. Und das habe ich der dann irgendwie versucht auf Englisch zu erklären. Dann hat die sich ja totgelacht. Kapsalon ist irgendwie so, ja, so eine. Wenn man jetzt Nudeln überbacken oder so, kriegst du ja zum Mitnehmen Aluschale. Und die machen da Pommes rein und Fleisch drüber, Käse überbacken. Das heißt, Kapsalon. Ist okay. Und dann kriegst du dann meistens, also wir hatten da in dem Laden so ein Karussell bekommen mit zig, ich glaube, waren, keine Ahnung, die 12 oder 16 Soßen drauf, hier so in so diesen Plastikduben. Das hört sich nicht gut an. Auf jeden Fall, also das hört jetzt unglücklich. Und so ähnlich ging es mir dann auch. Nee, das haben wir nicht geschafft. Also wir waren dann wirklich, wir sind komplett quer durch Belgien gefahren. Also wir haben irgendwie Lost Places gesucht und so. Das war ein bisschen blöd geplant alles. Ich hätte mir vielleicht auch mal Antwerpen angeschaut, ja, aber. Ja, also Belgien war schon eine coole Erfahrung mal. Aber ich hatte halt ein bisschen mich belesen, Weltkulturerbe für Bier ist halt nicht das, was man denkt. Wenn man Weltkulturerbe Bier sehen möchte, dann sollte man wirklich hier durch Deutschland reisen. Gibt schon Sachen, also Radeberger ist halt dann so die Magen oder hier in Franken. Wir haben zum Glück, sind wir sehr nah am Frankenland. Wo du halt wirklich alles kriegst, was gut ist an Bier und im Norden dann hier so Richtung Hannover hoch, da gibt es auch ordentliche Sorten, hier Einbecker und Schwarzwald gibt es hier Waldhaus, das ist ein gutes Bier. Der Slogan von Waldhaus ist, wir brauchen das Bier für uns, den Rest verkaufen wir. Das ist aber sehr schön, dass du hier den taktischen Zwischenkotzer übertönt hast. Hast du schon mal Samyang-Nudeln gegessen und dann gesehen, wie die genauso, wie das ist, wieder in der Toilette liegen? Nee, das habe ich noch nicht geschafft, aber... Warte mal, da ist bestimmt noch was für dich drin. Guck. Oh, ich krieg den Satz. Wenn jetzt der Deckel hätte jetzt doch einen Riss ins Glas machen müssen, das wäre schön. Das ganze Glas, das hätte das Video dann noch abgerundet. Habe ja noch zwei andere davon. Das ist sehr wichtig. Wir brauchen ja noch was für nächsten Mittwoch. So. Aber das Video endet erst, wenn du dein Bier leer hast. Ja. Dann haben wir, wenn du dann für nächsten Mittwoch noch was hast, dann haben wir dann quasi eine Trilogie. Da kann man sogar Hashtag Trilogie. Bier-Tasting. Ach, das ist ja schon das dritte Video. Wie nennt sich das denn dann, wie nennt sich denn das, wenn es dann vier... Quadriologie. Quadrio. Jetzt das ist dann 43, oder? Quadrologie. Ja, das ist ja dann schon wieder zu spannend. Quadrologie. So, ja, ich schätze Triologie, Quadrologie. Oh. Ui. Gebraut im Herzen von Köden. Da kann man kein Bier drin kaufen. Jetzt ganz ehrlich, ich war da auch in der Gegend schon unterwegs auf Lost Place Tour. Die Lost Places sind scheiße. Also das hat für ein Video nur gereicht und da haben wir die Hälfte von dem Zug gefilmt, glaube ich. Und Bianca, das mache ich nur für dich, ne?
weil die Bierschanger gesagt hat, oh, du hast da so Flaschen, ne? Sind die leer? Kannst du mir die schicken? Da kann ich was nein machen. Ich so, ja, ich habe noch so eine. Ja, die will ich auch. Ich sag, dann muss ich die erstmal testen. Dann muss erstmal der Hannes vorbeikommen oder so, weil mit wem soll ich das sonst machen? Damit wir das trinken, dass es leer ist. Was macht die damit? Pommes rein oder was? Ja, mit Ketchup. Obwohl eine mit Pommes, eine mit Ketchup, eine mit Mayo. Also ich habe ja dann drei Stück so große Dinger da. Und dann kann die dann immer überall und dann kann sich jeder bedienen. Oh. Das tut über alles gut. Aber das Bier ist, ich habe das Gefühl, dass, guck mal, also man sieht es nicht, aber das hier, als wäre das Kaffeesatz drin oder so. Das sieht nicht gut aus. Aber man muss ja auch berechnen, ich habe ja im Prinzip die Flasche jetzt alleine getrunken, ne? Aber in was für einer Geschwindigkeit ist? Weil der Fahrer, der muss ja noch fahren. Wir sind erst mal 14. Geschwindigkeit ist überhaupt, spielt gar keine Rolle, sondern der Inhalt ist das Ausschlaggebende. Wenn das nicht so wäre, wie es wäre, dann wäre das alles ganz anders. Aber ihr habt ja gesehen, wie es schäumt, wie es rumfliegt, wie es macht. Das kann mir kein Mensch erzählen, dass das noch gut ist und dass das so sein soll und dass das... Und wir setzen gerade hier... Wir spielen jetzt Stuntman nur für euch, damit ihr seht, wie das schmeckt. Nee, da hat sich jemand Mühe gegeben, Bier zu brauchen. Dann riecht das wie Gallensaft einfach. Ja, das ist auch, je tiefer du kommst, desto schlimmer schmeckt das einfach. Wenn du brichst und nichts gegessen hast und einfach nur der Gallensaft kommt, genau das ist das. Das ist pure Gallensaft. Ich hatte Grillgemüse. Gut, das kam aus dem Backofen und haben die irgendwann einen Ofen aufgedreht, aber... Wenn ich das rauskriege, schmeckt es nur halbwegs. Also irgendwas Scharfes oder irgendwas würde ich ja auch nicht mehr essen. Das habe ich ja vorher. Das können wir ja dann... ich habe aber auch tatsächlich auf das Grillgemüse auch hier Chili. Ordentlich. Ich habe zwei Packungen Samyang Bulldog Cheese gegessen. Und zum Frühstück gab es heute Chicken Nuggets mit Maddox Sauce. Ich habe Sodbrennen gehabt und gedacht, jetzt mache ich mir erstmal scharfe Nudeln gegen Sodbrennen. Da musstet ihr noch eine Jagobus hinterher pressen. Also. Jetzt lieber hier die Talzit genommen. Was ist das eigentlich für eine chinesische Packung? 24-7 Catcher, yo, yo. Das ist das Video. Das Video wurde übrigens gesponsert von 24-7 Catcher. Sieht aus wie ein Parfüm. Was kann man damit catchen? Jetzt kann ich das an den Typ schicken und sagen, guck mal, ich habe Werbung gemacht für dein Produkt. In unserem Jakobus Bier Tasting. Tasting. Ach, noch kann man es lesen. Ihr wisst, das Video endet erst, wenn der Fahrer sein Bier leer hat. Es klingelt da draußen schon wieder. Das ist aber jetzt nicht, noch nicht um 10. Noch nicht. Noch nicht. Drei Viertel. Also ist es drei Viertel? Oder die nicht wissen, wie viel drei Viertel ist, es ist Viertel vor. Um 10. Kommt auf jeden Fall Restling. So. Genau. Jetzt kenne ich dich ja, da bist du bestimmt schon wieder über alle Berge, weil. Oh, nackte Männer, ich hau ab. Ne? Wir können auch ein bisschen zugucken. Wir können auch ein Bier trinken, so oder? Scharfe Süßigkeiten hast. Eine Packung Habanero Popcorn ist noch da. Oh, nee. Da können wir euch keine Luft raus lassen. Ich kann dir eine Packung Samyang machen. Weil du gerade so. What? Meinst du, diese Nudeln, die aussehen wie Dauerwelle? Diese Rahmnudeln. Jo, die sind voll toll. Ich glaube, da würde ich mal reinbeißen. Okay. Aber. Nee. Ist schon rot. Sauf jetzt. Vor allem, wo kommen denn. Warum verbraucht denn deine Kamera jetzt so viel Strom? Die sind original geliefert, die habe ich noch nie geladen. Es ist nur so Rest, der mit drin war, als es geliefert wurde. Das heißt, die muss man erstmal vollladen, damit die was aushalten. Dann Feuer frei. Oh. Das war das Jakobus Beer Tasting Ultra Deluxe. Eigentlich wäre das ein Video für Ramses der Dicke Extrem. Nicht für den normalen Kanal, das weil... Das war wirklich extrem. Aber da hätte ich mit zum Kotzen rausgehen müssen, anstatt der Geschichte zu erzählen. Jakobus. Danke nochmal an Kevin für die Flasche Jakobus.
Es hat sehr gut geschmeckt. Ich würde die mir jederzeit wieder kaufen und so einen schönen Abend wie heute erleben, weil daran werde ich in 10 Jahren noch denken. Also YouTube denkt auf jeden Fall noch dran. Oder es sperrt's. Das war's jetzt von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und Der Fahrer. Ich bin der Fahrer, ich mach Lost Place Videos eigentlich. Mit der Fahrer. Oder ich gehe auf Festivals und so ein Scheiß. Also ich mach schon auch mehr Blödsinn. Tust du auch noch Fußbälle gegen Züge werfen, so wie früher? Nee, das traue ich mir nicht. Da habe ich aber noch Aufnahmen. Ich hab nicht mehr Angst, dass die mich dann nicht mehr mitnehmen. Das können wir jetzt hier, das können wir jetzt hier einblenden. Hast du es noch, ja. So, und jetzt nach der Einblendung können wir sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, der Fahrer. Wir müssen Bier kaufen. Nee, also, wir müssen nicht. Hast du jetzt noch Bier fürs nächste Mal eigentlich? Der hat schon wieder Durst, guck. Nee.